Los. Ich gehe arbeiten. Scheiße. Wieso? Du musst doch nicht arbeiten gehen. Du musst auch nicht. Und solange wir noch von deinen großzügigen Gagen leben? Sehr witzig. Überhaupt nicht witzig. Sollen wir uns jetzt schon am frühen Morgen streiten? Sehen wir uns doch nicht. Ja, wir haben jetzt noch vor. Bis 3 Uhr morgens. Ja, nicht ganz, aber ich brauche noch ein bisschen, bis ich hier bin. Sowieso egal. Ey, warte doch mal. Kannst du mir nicht ein paar Platten mitbringen? Aus dem Geschäft? Wozu? Dann kann ich die über Nacht aufnehmen. Genau, Kassetten verticken, ich habe echt kein Geld mehr. Nee, das mache ich nicht, mir zu heiß, nee. Ach komm, du hast einen Schlüssel, dann gehst du am nächsten Morgen 5 Minuten früher hin und stellst die Platte ins Regal, das merkt kein Mensch. Ach, mal sehen. Ja, tschüss. Ey, warte mal. Kannst du mir noch einen 20er hier lassen? Kriegst du auch wieder. Das ist meine Zimmer. Danke. Ach komm, lass mich. Hinterher gucken. Gut. Ich hab nicht vergessen, sag lieber, ich komme nur kurz von der Nummer. Besser, ich hab's nicht vergessen. Da ist noch keine Zeit. Ja, aber so. Gehst du nächstes Mal 5 Minuten früher hin, stellst die Platte ins Regal. Ja, mal sehen. Ey, warte. Immer noch 20 Mark. Bist du bescheuert? Ich hab kein Geld mehr. Ha? Was ist denn los? Die haben mich rausgeschmissen. Wieso? Weiß ich wieso. Na, musst du irgendwas gemacht haben. Musst du auch was gemacht haben? Nix habe ich gemacht. Wahrscheinlich deswegen. Ah, den Witz habe ich heute schon mal gehört. Kann ich echt nicht mehr drüber lachen. Darf niemand verlangen. Ja, diese Ratte von Stoiber hat mich beim Chef angepfiffen. Aber der ist noch mal dran. Hallo. 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 Ist es aus dem Drehbuch? Hast du das eigentlich? Hast du das geschrieben? Oder? Oh mein Gott, ja, kann man. Das letzte für heute. Ich bin auch schon eine Mischung. Ich lass mal viel Spaß machen. Jetzt? Keine Ahnung. Scheiße. Nochmal. Soll ich jetzt auf ihn zugehen, so? Gut entbrannt? Ja, ja, ja. Okay. Und du gehst immer ein bisschen mehr zurück, ne? Ist klar. Du gehst jetzt da. Warum bist du losgefahren, du Arschloch? Ich hab keinen Bock auf Bullen. Schuss dich hier von weg. Warum bist du losgefahren, du Arschloch? Ich hab keinen Bock auf Pullen, was hätte ich machen sollen? Was spielen, Idiot? Du bist ja bescheuert. Komm, das war ein Schnapsidee, das hätte sowieso nicht. Ach komm, mal durch da raus, echt. Was machst du denn so einen Sturm? Ja, das
versuchst du mal weiter. Mal. Das ist alles sehr ungefähr, was du machst. Mach ihn richtig an. Ich kann ja auch nicht prügeln hier. Du hast Scheiße gemacht, ne? Und ihr griff dich los und du willst jetzt rausbrechen. Und er will so ein bisschen flüchten. Jetzt komm, hört auch mit dem Scheiß, hört auch mit dem Quatsch. Was soll das jetzt? Das ist eben eine scheiße Idee. Warum bist du losgefahren? Ich hab keinen Bock. Arschloch. Ich hab keinen Bock auf Bullen. Denk machen soll. Was spielen, du Idiot? Du bist ja bescheuert. Komm, was bringt das jetzt? Ach komm, mal du dich da raus. Echt? Hör auf, das war eine Schnapsidee. Nein, lass ihn doch. Wegen mir kann er... Na, da ist es wieder aus. Sonst musst du weiterreden. Aber du hast eine Schnapp. Nein, du brauchst ja die Originalworte gar nicht zu sagen. Nein, du machst einfach so, wie das... Meinetwegen, du scheißt, ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Mein Vater. Du musst ja meinen Vater sagen. Mach doch nicht so einen Sturm. Nehmen wir an, warte mal, hier sind wir da. Mann, bist du losgefahren, du Arschloch? Ich hab keinen Bock auf Bullen. Was hätte ich machen sollen? Na, spiel, du Vollidiot! Ach, lass mir in Ruhe. Komm, das war eine Schnaps. Guck mal, du liegst doch auf! Lass ihn doch stecken an, bevor das so gelaufen ist. Mein Vater. Hör bloß mit deinem Vater auf. Ne? Du musst ihm das Wort abschneiden. Ja, bloß gesagt so, mein Vater. Du musst dann so weiter. Nee, das ist mein Vater hat oder so. Doch, mehr aggressiv, ja. Warum bist du losgefahren, du Arschloch? Hä? Der kleine Duftmann. Warum bist du denn losgefahren, du Arschloch? Nee, du hast aber gelacht, ne? Ich meine, das muss schon. Wie eben? Deine Verzweiflung muss schon rauskommen. Ja, ja. Ist das leichte Grinsen. Ja. Das ist schwierig. Ich mach's ziemlich ernst. Cool, was hätte ich machen sollen? Spielen, Nico. Ach, du bist ja bescheuert. Ach komm, was bringt das jetzt? Sag halt so nicht raus. Lass ihn doch. Ja, wie so eine Mann schon stumpf, das hat keinen Sinn mehr. Es ist vorbei. Ach, lass ihn doch. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Mein Vater. Ach, hör mit deinem Vater auf. War schon besser, oder? Ein bisschen mehr. Ich wollte das gerade nicht normal gleich. Ah, die Hauptscheiße. Nee, nicht deswegen. Ich bin den ganzen Tag schon so tierisch kribbelig wegen der ganzen Geschichte mit dem Auto. Aber das ist doof, ich weiß nicht, ich kann da nicht einfach. Losgefahren, du Arschloch! Ich hab keinen Bock auf Bullen. Was hätte ich machen sollen? Spielen, du Idiot. Ach, du bist ja bescheuert. Ach komm, das bringt jetzt. Halt dich da raus! Ja. Oh Mann, Ich kann nicht mal den ganzen Satz aussprechen. Ja, natürlich. Ich gerät ja auch rein. Ich warte nicht, dass du ausreden hast. Halt dich da raus. Du hast einen schwarzen Fussel im Haar. Ja? Wo? Hier? Immer noch? Fang an, hol mich an. Ich kann ihn nicht im Sitzen anbrüllen. Ich brülle nicht, ich mal im Stehen. Du kannst dich ja reinsteigern. Guck ihn mal richtig fixieren, richtig und den Rücken. Ja, total. Finsterer Anblick. Total böse. Warum bist du Arschloch losgefahren? Warum bist du immer ein Grinsen so schlecht? Ich weiß nicht. Moment, ich mach mal schnell Bienen. Ja, okay. Ja, ja. Warum bist du losgefahren, du Arschloch? Ich hab keinen Bock auf Bullen. Was denk machen soll? Was spielen? Ach, du bist ja bescheuert. Also komm, das bringt auch nicht. Komm, lass mal raus. Lass ihn doch. Ich bin froh, dass du gekommen bist. In dem Fall, komm, hör mit deinem Vater auf. Ich hab wieder nichts gesehen. Warum bist du losgefahren? Kein Bock auf Bullen. Was hätte machen sollen? Spielen! Ach, du bist ja bescheuert. Ja, das bringt jetzt auch nichts mehr. Das hat Ach komm, halt dich da raus. Was machst du denn jetzt so einen Sturm? Das hat überhaupt keinen Ach, Sinn. Lass ihn doch. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Mein Vater... Hör bloß mit deinem Vater auf. Arschloch. Arschloch. Danke. Boah, hast du echt toll gemacht. Tja, gelernt ist gelernt. Aber meinst du nicht, dass es auffällt? Ach. Da sind die längst sonst wo. Und jetzt? Jetzt hat die gegessen. Prima. Dann sind die längst sonst wo. Ne? Auf geht's. Ja, da muss natürlich. Und jetzt, ne? Ich habe überhaupt keine Kohle. Ja, mach das mal nochmal. Nochmal, bitte. Ja. Also hast du wirklich auf geht's? Auf geht's, Jungs! Auf geht's, Jungs. Dann Mini-Epi übrigens. Das haben grüne Epi. Boah, hast du echt toll gemacht. Tja, gelernt ist gelernt. Aber meinst du nicht, dass es auffällt? Ach, dann sind die längst sonst wo. Und jetzt? Ja, egal, jetzt wird gegessen. Auf geht's. Ich hab leider kein Geld. Ach, mach nichts, Vaterstaat. Vaterstaat? James and the Hot Dogs. Anders als auf der Bühne stell ich mir auch nicht vor. Ja, auf der Bühne? Ja, auf der Bühne ist doch genau der gleiche Stress. Ja. Mit du bist auf der Bühne jetzt immer nur einmal. Darf ich bei irgendeinem Auftritt mit Sahnebonbons um mich werfen?
Sahnebonbon. Ja, ich finde dieser Sani der wilde Sahnebonbon eigentlich. Naja, es kommt vor, nicht direkt von Ärzten zu sagen. Aber so einen Namen sollten wir schon dafür. Ja. Mal, was würdest du eigentlich von einer Rockabilly-Gruppe halten? So ein bisschen, also jetzt nicht ganz stark Rockabilly mit Tetris, sondern also, wenn wir so ein bisschen so eine Musik machen würden. Ja, so mehr so. Oder lieber. Oder was? Nee, lieber Ärzte ist überhaupt lieber Ärzte. Ja. Was sollen wir denn mal spielen? Können wir die Stücke von euch vorgetreten? Nee, ja, wir noch. Ja, schon klar. Und Stücke. Ja. Irgendwas aus unserem Wir haben ja noch Stücke. Ach, da schreiben wir extra Stücke. Ja.